Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück. Wir reden direkt. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Das ist nicht alles. Auf der Straße Richtung Sasau gab es Ärger. Höchstwahrscheinlich befindet sich auch dort ein Lager. Verstanden. Das LOL. Ist Geschichte. LOL, das habe ich schon gemacht. Hast du den Beweis? Ja, hier. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Sieht aus, als wäre deine Arbeit wie ein Ratei getan. Da es wohl keine weiteren Lager gibt, kehrt vielleicht endlich Frieden ein. Gut gemacht. Hab Dank, Hauptmann. Oha. Ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich habe Hauptmann Robert von dir berichtet. Er erwartet dich in Thalmberg. Humanen treiben dort ihr Unwesen. Scheiße. Verstanden, Hauptmann. Ich mache mich auf den Weg. So gefällt mir das. Ich habe Trophäe. Ja, ja. Sehr schön. Wie viel kriege ich dafür? 175 lockige Taler. Wir gehen jetzt erstmal zu Theresa. Ja. Ich habe ein bisschen nachgeguckt und zwar, wir können in einem Turnier lernt man die ganzen Kombos. Also ein Kollege von mir, der hat den Shit schon mal gemacht, das Ganze. Und der hat mir gesagt, dass man das erst richtig lernt, wenn man die ganzen Turniere gemacht hat. Oder wenn man zumindest ein paar von den Turnieren gemacht hat. Und dementsprechend würde ich mich da... Haben wir alles vertickt? Ja gut. Ich muss sagen... Ab zum Verticken, ne? So, Herr Waffenhändler. Ich habe Leichen. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Na, im Stich sind die alle schlechter als mein jetziges. Na, Kacke. Ui. Rettender Engel. Das ist tatsächlich besser, aber das hat halt keine Geschwindigkeit, ne? 72 Stecher. Ja, gut, heißt. Heißt ja auch Stecher, ne? Spitzes, langes Schwert. Ist scharf, fest und spitz wie eine Ahle. Wodurch sich die Waffe besonders gut zum Zustechen eignet. Die Klinge kann geschliffen werden, stumpft aber schnell ab und hält aufgrund ihres spröden Materials nicht vielen kräftigen Schlägen. Ja, gut. Das ist halt dann am Ende des Tages auch Crap. So, in den Warenkorb, in den Warenkorb, in den Warenkorb. 165 Taler, da kann man doch nur... Besprechen wir den Preis. Böse was drehen, ja? Ne? Einverstanden? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Endlich eine vernünftige Summe. Na, hör mal. Wenn wir jedes Mal 15 Tacken mehr kriegen, dann ist das schon eine ziemliche Leistung. So. Jetzt haben wir Rüstung. Kettenhaube haben wir. Sächsische Handschuhe. Die sind schlechter. Die Kettenhaube ist tatsächlich besser, aber das liegt an dem... Oder? Liegt das daran, dass... Warte mal kurz. Schmiedeset. Schneiderset. So, Ditte tragen wir, Ditte tragen wir. Warte mal kurz. Hat der Gefährte hier... Ah da, Rüstungsset. Ins Inventar damit.
So. Zack, zack. Zack. Ach, jetzt ist das aufgebraucht? Ja, scheint so. Okay, dann würde ich sagen, ins Inventar damit. Rüstungsset. Uiuiuiui. Das ist halt alles kräftig reingeschissen. Und die Rüstung. Die ist aus irgendeinem Grund besser als der Shit. Aber warum? Ach, das ist auch eine andere. Und dann nehmen wir die. Hä? No-brainer, würde ich sagen. So, Gefährte, du hast noch... Oh, jetzt ballert die Mucke aber auch schon wieder. Er hat noch... Den Shit, den Shit, den Shit. Jagdstiefel. Jagdhandschuhe. Naja, das war's. So, haben wir davon irgendwas, was besser ist als unsere Sachen? Nee, das ist alles schlechter. So, machen wir mal hier. Gott sei mit dir. Ja, alles cool. Alles Gute. So. Bitte, bitte. Bitte. Bitte, bitte. Bitte. Ah, das war alles, oder? Silberring können wir noch loswerden. Ja, das wäre alles. 400? Ja, kriegen wir noch die 410? Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Weil du es bist. Ja. Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Ja, das sollte passen. Eieiei. Da habe ich den aber ordentlich lang gemacht. So, wie sieht das aus? Ey, wir sind so am Sammeln, ne? Das ist so gottlos. So, wir haben jetzt nichts mehr, oder? Und auf 105, 121 Kilo können wir tragen. Er ist halt 166. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Ins Inventar damit. Ja, jetzt ist er halt auf. Jetzt schnell weg. Hey, was ist das? Kacke. Ich glaube, der hat gesehen, dass wir den Müll da hingeschmissen haben. Schön, dich zu sehen. Alles gut. Verkaufen. Kann ich noch irgendwann verticken? Er sollte nicht merken, dass das mein Shit war, ne? Das war alles illegal, meine Lieben. Das ist ja richtig taktisch gedroppt. Guten Tag. Scheiße. Oh, fuck. Verkaufen. Sonstiges da. Goldener Zierkelch, haben wir zwei Stück von. So, Nahrung. Das ist halt derselbe Shit wie immer. Jetzt ist die Frage, können wir hier Schnappes kaufen? Schnappes. Warum verkauft der Äpfel, die schlecht sind? Retterschnaps, da ist es. Boah, 118. Komm, einen holen wir uns davon. Der Schnaps kann das nicht. Na, der Schnaps kann das nicht.
Warenkorb prüfen, falsch. So. Besprechen wir den Preis. Gib mir noch mehr Geld. 75 Tacken. Endlich eine vernünftige Summe. Ja, mein Lieber. Ja. Reparier mal meinen Shit, danach verpiss ich mich. Kettenhaube und Dings da und Dings da und Dings da. Was? Hab ich jetzt. Oh nee, ich hab den Handel einfach abgeschlossen, ne? Ne, hab ich nicht. Aber alle meine Sachen sind wieder auf 100. Ja, ich hab den Handel. Oh nein. Hier doch noch falschen können. Ja. Wie der aber auch direkt auf den auf das Hasenfleisch, wenn sich fallen gelassen hat, geschält hat. Avengers, sage ich ehrlich. Ja. Müssen wir erstmal jetzt unsere Rüstung reinigen. Und uns selber heilen und so ein Shit. Grüß Gott. Wie kann ich. Nee, ich will nicht handeln. Oh, die hat ein Buch gehabt. Nee, oder? Thema Vitalität. Oh. Die hat den Ritterschnaps billiger. Ich kann nicht mehr. Verband Schlaftrunk. Ich hätte direkt bei der kaufen sollen. Ja, das war so dumm von mir. Ach, wenigstens einholen war. So, und jetzt machen Lass wir Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Ja, für diese Summe lasse ich mich überreden. Hä, die hat was ganz anderes gesagt. So, Gefährte, du gibst jetzt mal das Buch her. Speisen. Lesen. Ja, ja. Lesen ist Macht. Fortschritt 22%. Warte, bin ich hier mit dem hier? Nein, ich bin mit dem gar nicht fertig. Hä, hey, warum? Nicht handeln. So. Ich möchte die. Ja, ja. Gib mir das. Heilen. Das lässt sich. Gut. Bitte sehr. Wachse doch nicht. Du wirst es nicht bereuen. Möge Gott mit dir sein. Wie viel habe ich gerade verloren? Wie viel habe ich jetzt nur noch? 6,4 oder so? Das geht halt auch alles in die Kosten. Ne? Ach, scheiß. Scheit aber auch. Ja, jetzt habe ich auf einmal richtig große FPS, ne? Wie viel habe ich? 6,8K. Hoppa. Ja. Ah, das ist der. Du wirkst mir ein bisschen zu alt, um Theresa zu sein. Sorry, Bro. Ja. Das ist er. Mal draus gefuttert. Warum liegt hier denn? Ist es meins? Ja, das ist meins. Warum liegt hier denn so ein Kelch drin?
Wie hübsch du bist, Liebster. Wie wäre es jetzt gleich? In der Stadt? Das klingt wundervoll. Jeder sagt, in der Schenke zum zerbrochenen Rad ist abends viel los. Lass uns dorthin gehen. Warst du schon mal in einer Schenke? Mein Vater und ich machten oft an der Schenke zur Waldwiese Halt, wenn er das Mehl in die Stadt brachte. Aber ich durfte nie mit hinein. Was meinst du, Heinrich? Wollen wir gehen? Na, warum nicht? Aber wenn wir schon dort sind, musst du ein Bier probieren. Gut, abgemacht. Dann lass uns gehen. Ja, du kleiner Schlawiner. Erst die Burgherren da durchflöten. Und die Pfeiler. Wie mache ich das? Drehe ich dich? Gar nicht. Weißt du gar nicht. So, meine Liebe. Liebesverben. Die Kommanden, da kümmern wir uns später um. Manchmal gutes Essen ist. Du würdest nicht essen wollen, was ich koche. Okay. Wohl wahr. Ich werde nie deine Wette vergessen, damals in Scarlett's. Erwähne bloß nicht die Haferkekse. Fritz Magen hat sich bis heute nicht davon erholt. Und triffst du in der Schenke viele Mädchen? Natürlich. In den Schenken und Bädern tummeln sich die Schönsten. Du Rüpel. Muss dich doch nicht gleich so aufregen. Ich rege mich keineswegs auf. Ich mache nur Witze. Mädchen in Schenken kümmern mich nicht. Ich ziehe andere vor. Und welche sind das? Volle Lippen, grüne Augen. Du bist so ein... Komm schon. Theresa, chill mal. Also, da wären wir. Wollen wir etwas bestellen? Ja, sehr gerne. Bedienung? Ah, ein paar Turteltäubchen. Was hättet ihr denn gern? Tja, ja, doch gar nicht gefressen. Dieses Bier. Es gibt kein besseres in der Provinz. Weißt du was? Hey, was machst du denn da? Oh, nein, 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 nein. Oh, doch, bitte nicht, doch. Nein. Komm schon, trau dich. Der Bruder ist in voller Rüstung. Meine Hüfte. Ich weiß noch nicht mal wie. Und los geht's. Aber ernsthaft, wow. Ich kann das doch gar nicht. Seh sich einer die zwei an. Du schlägst dich wacker. Na gut. Wie soll es sich... Das ist... Na gut. Gar nicht so schwer. Willst du mich verarschen? Oh, sehr schön. Nicht übel. Du machst mich fertig. Und du sagtest, du kannst nicht tanzen. Hey, tanz doch lieber mit einem richtigen Mann. Ey, wow. Du und jemand anderen belästigst. Ach, komm schon. Ein Körper wie deiner ist doch verschwendet an so einen lahmen Schlappschwanz wie den da. Oh, Mädchen, du hast echt geile Titten. Digga, willst du mich verarschen? Eine Frau, die sich wehrt, bevor ich sie ficke. Digga, ich hab ne volle Rüstung an, du Hure. Das wirst du mir büßen. Willst du mich verarschen? Hä? Ist der dumm? War der dumm? Mein Held. Tut das sehr weh? Mach dir lieber Sorgen um den anderen Kerl. Mir geht's gut. Au! Ja, natürlich. Deshalb jammerst du auch jedes Mal rum, wenn ich dich berühre. Aber du hast ihn verjagt. Nachdem du mit ihm fertig warst, hatte er nicht mehr sein großes Maul. Hey, das kitzelt. Weichei. So. Hm? Du wirst schon wieder.
Aber gönn deiner Hand etwas Ruhe. Trag vorerst keine schweren Sachen. Danke. Darf ich dich heimbringen? Du gibst wohl nie auf. Willst du dich nicht lieber noch etwas ausruhen? Ich finde schon nach Hause. Die paar Schritte schaffe ich. Dann komm, mein Held. Das muss ich dir lassen. Abende mit dir sind vielleicht schmerzhaft, aber nie langweilig. Ich gebe mir Mühe. Du solltest reingehen, bevor Peschek sich noch Sorgen macht. Digga. Erstens, ich schlafe in dem Bett daneben. Das macht gar keinen Sinn. Zweitens, ist das ein Ritter in voller Rüstung? Mit einem Schwert. Also erstens hätte ich den hinrichten können. Zweitens, wer geht denn auf einen Dude in voller Rüstung los? Der muss doch komplett geistig behindert sein. Habt ihr mal auf eine Plattenrüstung geschlagen? Habt ihr auch mal auf ein so ein Stahlteil geschlagen, aus dem diese Rüstung höchstwahrscheinlich besteht? Oder auf so ein Kettenhemd? Es tut scheißen weh, selbst wenn du besoffen bist. Wer sieht sich den Dude denn an und denkt sich, Bro, dem seine alte Schmackofatz? Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Also ich hätte ja auch mit Schild aufkreuzen können, das wäre ja kein Unterschied gewesen. Ist das dämlich. Aber bin ich jetzt ausgeschlafen, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen... Les, Bruder. Wir lesen das Ding jetzt zu Ende. So, jetzt wird das Ding zu Ende gelesen. Es triggert mich immer noch. Wieso geht man denn auf uns zu und sagt, Bruder, dem Dude seine Freundin, die werde ich klären. Das macht doch gar keinen Sinn. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass keine Ahnung, was er sich gedacht hat. Also das war schon selten dämlich. Das habe ich ja noch nie gesehen. Also vor allem mich dann zu beleidigen. Bro, ich habe ein Schwert. Du siehst ziemlich arbeitslos aus. Es macht ja mal gar keinen Sinn. Der Mann muss komplett besoffen gewesen sein. So, wir haben jetzt die ganze Nacht durchgelesen. So, wie viel haben wir jetzt an Stärke dazu gemacht? Stärke plus... Oh, geil! Auch keine Aussage. Deine Chance, den Gegner in der Umklammerung zu überwältigen, ist um 40% gestiegen. Oh, das ist geil. Du kannst die Gesundheit und Ausdauer deines Gegners schwächen, indem du ihn beim Spurten anrempelst. Die Auswirkungen sind stärker, wenn deine Rüstung schwerer ist. Das ist geil. Verursachen mehr Schaden, verbrauchen aber 10% mehr Ausdauer. Gilt nur für Waffen, die auf Stärke basieren. Hm. Also, ich werde definitiv das nehmen. Sorry, aber... Du kannst 20 Punkte mehr tragen. Heimlichkeit. Okay. Lesen, ja. Sämtliche Bücher in Läden sind günstiger. Mhm. Wenn du zum ersten Mal ein Fresko, ein Kreuz oder ein... erblickst, wird dein Charisma vorübergehen und... Ja, nee.
Gebilde zu sein, hinterlässt bei den Leuten einen guten Eindruck. Du erhältst einen Bonus von 1 Punkt auf Redekunst, wenn du versuchst, eine Wache zu überzeugen. Ja, ich nehme auf jeden Fall die günstigeren Bücher. Das ist ja komplett hängen geblieben. Also das triggert mich immer noch, dass der Dude angekommen ist. Naja, egal. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.